Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir essen heute mal wieder den teuersten Döner Deutschlands. Tag 1, Eröffnung, wir waren am Start. Und seitdem habe ich den ein paar Mal gegessen. Muss sagen, Krypto lief ganz gut. Da habe ich mir den einfach so gegönnt, ohne Kamera. Viele YouTuber, viele Influencer, viele TikToker waren jetzt am Start. Ich glaube, keiner hat den so oft gegessen wie ich. Die höchste Marmorierung, die es momentan gibt. Interessant, ja. Ungefähr so 100, 120 Gramm Fleisch kommt dann in so einem Döner hinein. Wir haben jetzt auch ein bisschen das Rezept verändert. Deswegen bin ich hier, ja. Weil ich habe den am ersten Tag gegessen. Also ich habe den schon öfters gegessen. Wir haben jetzt mehr nach Istanbul angepasst, sag ich mal. Okay. Da war ja mehr eigentlich nach Tokio. Tokio, ja. Da haben wir Wakame reingetan. Ja, genau, Zwiebel. Genau. Ja. Jetzt haben wir die Wakame weggelassen. Dafür haben wir jetzt rote Zwiebeln mit reingetan. Ein bisschen schärfer und die Soße haben ein bisschen geändert. Sowieso. Und dann haben wir auch den Döner des Monats. Das bedeutet, wir machen jeden Monat eine neue Variation. Yeah. Und wir sind jetzt auch die Ersten, die jetzt eine KI-generierte Döner des Monats haben machen lassen. Ja? ChatGTV. Oh, ich habe letztens ein Video gedreht, ChatGPT bestimmt einen Tag, was ich esse, aber sehr interessant. Genau, cool. Wir haben ChatGPT, haben wir unsere Daten eingegeben, yeah, wie wir sind, was für Konzepte haben. Okay. Und dann haben wir zu ihm gesagt, generier uns mal den Döner des Monats. Da sind wir wieder einen Schritt voraus. Immer die Ersten bei allen. So, das ist das französische Meersalz. Also apropos Konkurrenz, einen Schritt voraus. Also mittlerweile gibt es ja noch einen anderen, der das macht. Irgendwo in NRW habe ich gesehen. Das ist ja sowas von lustig. Hast du die Geschichte gelesen von dem? Nee. Also das ist die Geschichte von meinem Partner, von Gian, kopiert, 1:1 kopiert. Okay. Der Gian hat ja sehr oft im Ausland auch gelebt. Ja, ja, ja. Auch sehr lange Zeit in Japan. Okay. Dadurch hat er die Vision gehabt, die Japan und Türkei zu verbinden mit dem Wagyu-Döner. Und er hat dann ja, der hatte eine Bild-Story gemacht von ihm, die Bild-Zeitung. Genau, ja. Ohne zu recherchieren, typisch Bild halt. Hat er gesagt, ja, ich reise gerne, nehme einfach meinen Rucksack hinten drauf und reise gerne um die Welt. Oh, nein, und so war ich dann mal in Japan und habe das gesehen und dann ist mir die Idee gekommen mit dem Döner. Wir haben also über eineinhalb Jahre schon vor ihm gehabt. Ja. Und ja, da haben wir ja so schmunzeln müssen. Ja. Das war ja. So, das ist die Pastinakenpüree. Die machen wir dann immer unten drauf. Und dann kommt Lolo Rosso, Lolo Bianco, Radicchio, ein bisschen Salat rein. Mit rote Zwiebeln, Rucola Mix. Nicht viel Zwiebeln, weil wir wollen ja, dass Hauptcharakter das Fleisch ist. Dass man das Fleisch dann nicht nach Zwiebeln, sondern auf Fleisch. Das ist unsere Joghurtschnitte auf Kressesoße. Die schmieren wir dann oben auf das Brot drauf. Dann würzen wir das mit Togarashi, das ist so ein spezielles japanisches scharfes Gewürz. Beim Essen merkt man zwar die Schärfe, aber das brennt nicht so im Hals und Magen. Okay. Wir haben auch nicht das brennende Gespül im Magen drinnen. Und oben drüber noch Kresse. So. Voilà, dein Wagen ist jetzt fertig. Danke. So Leute, wir durften hinter die Kulisse schauen. Da haben wir ihn. Was erwartest du dir? Ich erwarte, dass er schmeckt wie ein Steak. So wie er heute ist, so hatte ich ihn noch nie. Ein bisschen höher bitte. Ja, perfekt. Vielleicht die Sonnenbrille runter, damit man deine Ding sieht. Reaktion. Mann, ich brauche noch ein bisschen. Ja, gönn dir. Übertrieben fettig, das Fleisch. Also im guten Sinne. Im guten Sinne, ja. Auch ziemlich gewürzig, ich finde es ziemlich salzig sogar. Ja. Schmeckt extrem wie ein Steak. Ja, klar. Also ganz anders wie normales Dönerfleisch. Ja, ja, natürlich.
Ich hoffe, ich habe dir noch Fleisch drin gelassen. Ja, alles gut. Also ich finde das Brot auch geil. Tatsache, das Brot ist wirklich... Das Brot ist echt geil. Das ist auch wild, Mann. Seht ihr das? Wo hast du schon mal so... Nee, noch nie wirklich. So ein Brot gesehen. Auch noch so schön rund. Also du magst ja diese Sandwich-Dinger nicht. Das ist so lieber. Oh, ist cool, ne? Ja. Ich weiß, er schmeckt nicht wie Döner, aber... Er schmeckt eh nicht wie Döner. Also er schmeckt... Also, das, also man muss sich darauf einlassen, man darf nicht dieses Dönerfleisch erwarten. Und dann damit vergleichen. Ja, 100%. Super? Super saftig. Super saftig. Okay. Wir haben das theoretisch jeden Tag gerade, man muss es davor ansagen. Mhm. Kannst du ihn da jetzt fragen, wenn du dir rein gehst? Sag mal doch. Istanbul Street Fries. Ich muss sagen, die Fritten sind sehr, sehr gut. Aber ich finde, die Soße ist eher fast lieber mit klassischem Ketchup Mayo. Oh, ich mag die Pommes. Die sind echt gut. Oh, die Pommes sind gut. Du hast nie was off-camera sagen, Mann. Nochmal. Okay, von Aussehen her ist eine 10 von 10. Aussehen her ist das eine 10 von 10, sagt er. Ihr müsst wissen, Leute, er ist der kritische Dönerboss. Der richtig kritische Dönerboss. Aber hast du hier schon mal gegessen überhaupt? Nee, noch nie. Noch nie, okay. Noch nie. Also, der ist das der Original 1972, irgendwie sowas? Der hält sich bedeckt, der ist dezent. Der ist dezent, ne? Ich weiß, was du meinst. Mhm. Der ist besser, finde ich fast. Besser? Okay. Also die Kirschtomate kommt richtig gut. Das ist jetzt der Klassik-Gemüse. Auf dem Papier hätte ich gesagt, der ist besser, aber geschmacklich finde ich fast den besser. Nimm ein Stück auf der Kirschtomate dabei. Kirschtomate unbedingt, sagt er. Also, wenn du mich vorher fragen würdest, welcher schmeckt mir besser oder würde mir mehr taugen, ich würde sagen, nicht der. Weil ich mag das hier gar nicht, dieses Käse, weiße Zeugs. Ja, ich bin derselbe Art nicht. Also die Kirschtomate kommen echt geil, Mann. Die ist echt heftig. Was machen die da drauf, ne? Die ein Aroma, Mann. Die ist krass, also. Kirschtomate ist heftig. Ab jetzt, das ist neue Meter. Bei dem hier ist auch gefestigt. Bei dem Original wahrscheinlich nicht. Weil das ist ja Original. Genau. Ja, Original ist halt Baseform. So wie wenn du kein Gear aktivierst. Ganz normal Baseform. Nix off camera, sag mal. Nochmal. Brot ist eine 10 von 10. Natürlich kann das mit drauf, ja. Die Fries waren richtig krass. Also ich waren gesagt, echt so sehr gut, die ja. Die waren perfekt knusprig, aber weich innen drin. Also ich weiß nicht, die waren wirklich, also wirklich... Sehr gute Pommes, ich erinnere mich nicht, weil ich jetzt mal so gute Pommes hatte. Ja, auf jeden aber Fall. Aber bringt ja nichts, wenn die Soße oben drüber machst, weil das ist danach nur noch so Muschzeug. Das sage ich auch jedes Mal. Ja, aber vielleicht sollte es so sein, vielleicht ist es ja dieses Istanbul-Style. Nee, es kann nicht sein. Weil so essen die... Die haben ja so Döner-Teller, da ist ja alles drauf und dann kommt die ganze Soße drauf und dann ist es so alles auf einmal so. Stimmt, aber da halten die immer knusprig, kein Witz. Fazit-Time. Erstmal der Wagyu-Döner. Einmal probieren, sehr, sehr gut. Nochmal bestellen, schwierig, weil es zu teuer dafür ist, finde ich.
Und es ist sogar zu viel für eine Person, sage ich. Ich werde die Kirsche ein neues Meter. Nee, Original meinst du? Original ist der stinknormale. Ah ja, genau. Der ist ein stinknormaler Döner, der. Ja, ja, hätte ich auch. Mit sehr, sehr gutem Brot. Und ich finde auch genau die Beilagen drin, die du haben willst. Aber es ist einfach hier nicht würzig genug gewesen. Das war's. Ja, ja. Also hätte ich gesagt, irgendwie so eine solide 7 von 10. Ja, man hätte ich auch genau gesagt. Und genauso, ja. Den anderen, den fand ich besser. Also würde ich dem eine 8 von 10 geben. Aber die Kirschtomaten waren echt krass. Wir teilen das Fazit eigentlich komplett genau. Denn der Original war eine solide 7, das war einfach ein solider, normaler, guter Döner. Und der Classic, der war ein Level drüber. Der Chef hier, der ist viel auf Gourmet-Reisen und so, der schaut sich immer weiter um, was kann er verbessern und so. Okay. Gesamtfazit zum Laden, würdest du nochmal herkommen? Ja, ich komme 100% her. 100%? Weil, ich sag dir auch ehrlich, ich finde, es gibt in München nicht so viele andere gute Döner. Gibt's auch nicht. Und ich war schon so oft, da gibt's nur diesen Alice-Ding, der ist katastrophal. Alice, bitte kein Stress machen. Ich würde insgesamt dem Laden eine 8 von 10 geben. Okay, ja. Und wir haben noch nicht mal alles probiert. Also ich weiß nicht, nee, wir die haben diesen einen Döner des Monats, Döner des Monats, den würde ich auch mal gerne noch mal probieren. Schaut mal, Leute. Falafel haben die auch. Wir sind ja auf der Suche nach dem besten Falafel. Und der klingt auch interessant. Kuss geht raus an den Chef. Der Döner ging auf seinen Nacken. Aber mein Kollege wusste es nicht, deswegen sein Feedback ist 100% real. Also ich wurde gekauft, aber sein Feedback ist real, Leute. Ciao, gesell, aber. Dankeschön. Nichts auf Kamera sagen. Ja, wir waren neulich in dem, wie hieß der Laden nochmal? Envy. Da habe ich ein paar Mal gezogen am Anfang, das hat so gekratzt. Ja, die war sehr stark. Und die war so stark, ich konnte die gar nicht rauchen. Ja, ja. Bis so irgendwie. Die war auch zu stark für mich. Eine Dreiviertelstunde später, wir haben ja noch eine Dreiviertelstunde immer noch die Kohle draußen gehabt. Und die kratzt von Anfang an rauchen, die ist perfekt. Wie hätte das? Yeah. Sich auf dein Rating ausgewirkt, hättest du gewusst, yo, das geht auf seinen Nacken, echt korrekt von ihm. Ey, 35 Euro war Döner auf seinen Nacken. Ich sag ehrlich, ich habe während dem Ding schon gedacht, ich will eigentlich nicht so schlecht reden über irgendwas, weil der Typ sieht es ja am Nachmittag. Yeah. Und dann denkt er sich, ja, okay, das ist asozial. Weißt du, was ich meine? Also, ich habe trotzdem ehrlich bewertet. Ja, ich glaube, es hätte es nichts geändert. Dann. Okay. Es hätte was geändert, glaube ich, wenn er neben mir gestanden wäre. Ja, deswegen esse ich auch gerne draußen. Ja, weil ich, wenn ich mich beobachte, boah, echt unangenehm. Dann vor ihm essen, ich finde das irgendwie komisch, weil dann die Leute wollen natürlich, dass du das Beste sagst, dann kannst du nicht sagen, boah, die Fries sind voll durchge... keine Ahnung. Ja, das haben wir ja trotzdem gesagt, weil ist ja auch so. Ist ja auch so, ja. Nein, aber ich hätte keine Auswirkungen gehabt, außer wer neben mir gestanden, sag ich ganz ehrlich. Drin gebe ich dir recht, hätte ich was anderes verändert. Ja, das ist aber schon stark. Ja. Wir haben darüber geredet, dass viele halt eingeladen werden, das nächste Mal eingeladen werden und dann kann man deren Bewertung nicht mehr so vertrauen. Ja, 100%, oder? Ja, aber was würdest du machen? Du hast jetzt eine Followerschaft aufgebaut, was weiß ich, 10.000 auf Insta. Und dann schreibe ich den Läden an, hey, komm vorbei, geht aufs Haus, mach bitte ein Video dazu, gib Reverb. Ich würde ihm davor schreiben, aber ich will 100% ehrlich sein dürfen. Okay. Und wenn er dann sagt, wir finden nicht gut, wenn du was Schlechtes sagst zumindest, dann würde ich mir schon mal überlegen, ob ich es mache. Okay. Wenn er sagen würde, okay, ihr könnt auch sagen, es sind 2 von 10, dann okay. True, okay. Aber wenn er halt wirklich sagt, so bitte nichts Negatives uploaden, dann weißt du schon, da kannst du ja nur was. Wie wirst du dann noch neutral bewerten? Geht nicht. Geht auch nicht. Aber was ich mir denke ist, wenn du weißt, dein Essen ist gut, dann lass sie sagen, was sie wollen. Ja. Dein Essen wird einfach überzeugen. Hat mich gefreut, wie immer. Nächstes Mal Hans Kebab beim Viktualienmarkt Döner des Monats. Achso, ja, auf jeden Fall. Jo, das war's von uns. Kuss geht raus an Hans Kebab. Teuerster Döner Deutschlands auf seinen Nacken. War gut, verbessert sich immer wieder, kann bestimmt noch besser werden. Ich bin gespannt. Wir werden den hoffentlich bald im nächsten Bullmarkt wieder öfters essen. Die anderen Döner dort sind auch gut. Ich glaube, ab jetzt jeden Monat den Döner des Monats mal testen. Schaut gerne vorbei, gönnt euch den Wagyu-Döner. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, investiert Bitcoin, DeFi und Crypto Cash, vergesst nicht jeden Tag tracken, serious business und ciao.